Ja, und Bilanz ziehen wollen wir heute im Studio und die Liste wird jetzt lang. Ursprünglich auch mit dem damaligen Wahlgewinner ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz, Grünen-Chef und nunmehr Vizekanzler Werner Kogler, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sowie FPÖ-Obmann Norbert Hofer. Alle haben uns abgesagt, nicht so die NEOS-Vorsitzende Beate Mendel-Reisinger. Dafür umso herzlicher danke fürs Kommen. Ja, danke für die Einladung. Frau Mendel-Reisinger, vor 7 Monaten hätten wir das alle nicht geahnt, was jetzt los ist. Nämlich, das Virus nimmt ja die Politik auch in Geiselhaft, sehr sogar. Lassen Sie uns über politische Verantwortung reden, nämlich auch als Oppositionspartei. Im Frühjahr haben die NEOS den Corona-Gesetzen samt Betretungsverboten, die ja verfassungswidrig waren, zugestimmt. Jetzt, obwohl es repariert wurde, nicht. Warum dieser Zickzackkurs? Ja, das ist überhaupt kein Zickzackkurs, sondern eine sehr konsequente Fortführung dessen, was wir auch im März schon gesagt haben. Ich glaube, Verantwortung in der Politik bedeutet, dass man zu jeweiligen Zeitpunkt verantwortungsbewusst, und das heißt in dem Fall mit Staatsräson und nicht nur Parteiräson agiert. Das heißt, die Frage, wo stehen wir gerade in den Umfragen, interessiert mich nicht. Das ist eine Momentaufnahme, sondern es geht darum, die Frage zu stellen, was ist in der Situation das Beste für das Land. Ja, die Frage war ganz klar. Sie haben zugestimmt im Frühjahr und jetzt eben nicht. Ja, aus guten Gründen. Aus guten Gründen. Dann muss aber die Zustimmung im Frühjahr ein Fehler gewesen sein, wenn Sie sagen, also ich kenne ja den Grund, die Freiheitsrechte sagen, sie werden massiv beschnitten. Im Februar und im März wussten wir deutlich weniger von dem Virus und wir haben damals gefunden, die Maßnahmen, einen Lockdown zu machen, um mal die Ausbreitung des Virus einzudämpfen und vor allem das Ziel vor Augen zu haben, und darüber würde ich auch gerne reden, das Gesundheitssystem nicht zum Kippen zu bringen, dem muss oberste Priorität eingeräumt werden. Es gilt das Gleiche, was wir jetzt sagen, haben wir auch im März gesagt, wir haben gesagt, es muss verfassungskonform sein und darf nicht überschießend in Grund- und Freiheitsrechte eingreifen, also verhältnismäßig sein. Für die dann verfassungswidrige Verordnung des Herrn Gesundheitsministers können wir nichts. Wir haben die Rechtsgrundlage geschaffen, dass er für bestimmte Orte ein Betretungsverbot gemacht hat. Und er ist weit darüber hinausgegangen. Jetzt hat sich die Situation insofern geändert, als, und das werden alle Epidemiologen sagen, wir viel mehr über das Virus wissen. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, das war ein Fehler im März. Das macht die FPÖ beispielsweise so. Aber ich finde, es ist nicht redliche und verantwortungsvolle Politik, mit dem sozusagen der Gunst des Wissens der Zukunft Maßnahmen der Regierung in der Vergangenheit zu kritisieren. Sondern wir stehen dazu, wir hätten damals genauso agiert. Wir haben aber damals einen ganz wesentlichen Satz auch gesagt. Nämlich, dass es zu wenig ist, auf ein Dashboard zu schauen, sondern dass man sehr gesamthaft die Balance im Auge behalten soll, weil es geht zuerst um Gesundheit und gleich danach um alles. Also auch um Wirtschaft, um Gesellschaft, um Bildung und vor allem auch viele Arbeitsplätze. Und da haben Sie heute aufhören lassen. Also Sie sprechen sich nicht nur gegen diese Betretungsverbote, die künftig trotz auch mit Einbeziehung des Parlaments möglich sein können, sondern Sie sprechen sich überhaupt gegen Maßnahmen der Regierung aus, indem Sie heute gesagt haben, die Entscheidungen sollen künftig Experten, Virologen treffen. Jetzt frage ich mich, auf welcher demokratischen Basis? Experten haben keine Mehrheit im Nationalrat und die sind auch nicht von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt worden. Also zwei Sachen. Erstens einmal, dieses Gesetz, das jetzt verabschiedet wurde, sieht weitaus schärfere Maßnahmen vor, als das im März noch der Fall war. Vereinfacht gesagt, käme unter Umständen ein Lockdown mit absoluten Ausgangssperren. Das hatten wir nicht einmal im März. Und ich sehe überhaupt keinen Grund und keine Verhältnismäßigkeit, wieso man jetzt das in ein Gesetz schreibt. Und wir haben da klar gesagt, niemand schreibt etwas in ein Gesetz, wenn er sich nicht Gedanken dazu macht. Und, weil das ja auch im Beitrag vorher gekommen ist, es ist ja nicht der Minister alleine, sondern wir haben jetzt seit neuestem 104 Verordnungsgeber. 94 Bezirkshauptleute, 9 Landeshauptleute und den Bundesminister. Gut, aber da lassen Sie mich da den Punkt machen, damit wir es wirklich Stück für Stück verstehen können. Ich wollte zu dem Thema der Experten kommen. Genau. Entscheiden muss immer die Politik. Auch in Schweden, das ist ja nichts anderes als der Weg des schwedischen Modells, nicht in der Frage des Was, sondern in der Frage des Wie. Ist völlig klar, dass die Politik die Verantwortung trägt, auch die Entscheidungen zu treffen, auch Verordnungen auf den Weg zu bringen. Aber ich glaube auch, die Diskussion davor zeigt, dass dieses ganze parteipolitisch motivierte Hickhack und dieses Verantwortung und Schuld zuweisen auch innerhalb der Regierung, also Kurz gegen Anschober, Bund gegen Wien, Wien gegen Bund, Landeshauptleute untereinander oder gegen den Bund, uns nicht weiterbringt. So. Und Frau Schnabel, ich weiß nicht, Ihre Ungeduld, ich komme jetzt zu dem Punkt, der mir sehr wichtig ist, den wir seit März sagen, das ist ein Marathon. Wir brauchen eine Strategie, wie wir über Monate
halbwegs alltagstauglich mit diesem Virus leben. Und dieses Hü-Hot, auf, zu, das verunsichert, das sehen wir ja ganz klar, nicht nur die Menschen, sondern auch die Wirtschaft, die wirklich in eine Krise schlittert. Daher, schwedischer Weg, stellt bitte die Experten davor, die sollen, unser Vorschlag ist unter Federführung von Herrn Allerberger von der AGES, die ja auch sehr viel Wissen drum haben, wo die Infektionen passieren, eine Strategie vorschlagen, durchaus auch regional unterschiedlich, je nach den Ampelmaß, also nach Ampelfarben. Die Politik muss dann entscheiden, aber soll dem auch folgen. Und auch die Kommunikation würde ich gerne den Expertinnen und Experten überlassen, weil es nicht sein kann, dass man mit diesem wichtigen Thema sogar im Wahlkampf Politik macht. Jetzt bin ich ja ungeduldig, weil ich würde gerne die Lösung für das Problem gern von Ihnen dann auch erfahren. Wenn Sie sagen Hü-Hot und wir landen am Ende bei den 94 Bezirkshauptmannschaften, ja, wer, wenn nicht die vor Ort, sollen entscheiden, was in der Region am besten an Maßnahmen zu treffen ist? Ja, aber es heißt ja trotzdem nicht, dass es nicht zentral koordiniert werden kann. Das ist ja, wenn Sie so wollen, ein bisschen die Krux dieser sogenannten mittelbaren Bundesverwaltung, die wir jetzt nicht ändern können, die wir übrigens schon lange auch als teilweise problematisch sehen, weil wir in Österreich gerade wieder aktuell erleben, dass es dazu führt, dass man eigentlich nur Verantwortung gegenseitig abschiebt und niemand ist verantwortlich. Aber man kann natürlich zentrale Vorgaben machen, das könnte der Minister ja auch. Regionale Unterschiede haben Sinn aufgrund der Infektionszahlen. Aber wie bei der jeder Ampel, haben wir auch schon im Sommer gesagt, ist nichts Neues, bei der Verkehrsampel weiß ich, was passiert bei Rot, was passiert bei Gelb und was passiert bei Grün. Ich weiß sogar, was passiert, wenn es blinkt. Da muss ich nämlich entweder schnell sein oder gleich stehen bleiben. Und das fehlt ja komplett. Diese Ampel ist eine gute Idee, aber parteipolitisch motiviert getötet worden, weil man eigentlich sich nach den klaren Empfehlungen dann nicht richtet, sondern dann geht es zu wie am politischen Basar. Und das ist nicht nachvollziehbar. Experten nach vor mit dem klaren Regelwerk. Ich glaube, dass das auch eine längerfristige Strategie braucht. Nicht dauernd auf, zu. Und dann soll die Politik bitte folgen. Ich muss Sie um kürzere Antworten bitten, Frau Meinl-Reisinger. Ja, das ist ein komplexes Thema. Genau, aber Sie legen eben so viel am Tisch. Wenn Sie sagen, Sie wollen einen Chefepidemiologen wie in Schweden, Sie nennen auch einen Namen, der Herr Allerberger von der AGES, dann kann man ja an seiner Person eigentlich sehr gut ablesen, was auch die Schwierigkeit für die Wissenschaft in der Pandemie ist. Denn im März, zwei Wochen vor den offiziellen Fällen, hat er im Report noch gesagt, anstatt der Maske kaufen Sie sich lieber einen Kaffee. 7 Monate und zig Studien später ist nun die Erkenntnis, die Maske ist sinnvoll. Also muss man sich nicht auch als Politiker darauf einstellen, selbst die Wissenschaft hat keine Ja, Nein und ganz klaren Antworten. Ja, natürlich. Aber ich glaube, es ist das Beste zu zeigen, dass man auch klüger werden kann. Und mit dem Wissen, das auch zunehmend generiert wird, ich meine, es forschen ja wirklich ganz viele Stellen weltweit an der Frage, was ist die gescheiteste Maßnahme, man auch dann klügere Entscheidungen trifft. Und das ist ja genau das, was ich dieser Regierung zum Vorwurf mache. Wir hatten einen der härtesten Lockdowns überhaupt und wir haben die Zeit nicht genutzt. Die Diskussionen, die ich jetzt erlebe, hätten genauso gut und haben genauso gut im März stattgefunden. Also was ist bitte in diesen letzten 6 Monaten passiert? Gut, dann Abschlussfrage, weil sie ganz konkret unseren Alltag betrifft. Die derzeit bundeseinheitlich vorgeschriebenen Maßnahmen von den privaten Feiern, die eingeschränkt wurden, bis hin zur Maskenpflicht. Halten Sie die für verhältnismäßig oder überzogen? Ja, also die Maskenpflicht habe ich immer der Meinung, bin ich immer der Meinung gewesen, dass das geringere Übel ist. Ich habe allerdings eine sehr prononcierte Meinung, wenn es um kleine Kinder geht. Schon allein, weil ich sehe, wie das praktisch gehandhabt wird und ich das nicht für sehr sinnvoll finde. Ich verstehe auch inhaltlich diese bundeseinheitlichen Maßnahmen. Ich kann nur nicht nachvollziehen, dass man sie ausgerechnet dann einsetzt, wenn man eigentlich drauf und dran wäre, ein gutes Instrument, nämlich die Ampel einzuführen. Also das ist für mich schlechte Politik, nicht akkordiert, nicht abgestimmt. Und damit hat die Bevölkerung zu Recht meiner Meinung nach mittlerweile das Vertrauen verloren. Experten können es besser, haben Sie heute als Lösung hergelegt. Dann sage ich danke fürs Kommen, Frau Meinl-Reisinger. Danke für die Einladung.